Shalom Aleichem. Wir lernen über die Liebe von Torah, von Rabbi Yochanan, der Freund von Reish Lakish, der Schwager von Reish Lakish. Steht geschrieben in Talmud in Baba Metzia, Seite 83. Als Reish Lakish ist gestorben, Rabbi Yochanan, er war seine Chavruta. Weißt du, was seine Chavruta? Ja, der Partner. Der Partner, die haben zusammen gelernt, jahrelang. Nachdem Reish Lakish ist gestorben, Rabbi Yochanan hat große Schmerzen gehabt nach seinem Tod. Und die ganze Zeit hat er geweint und er war traurig und er konnte sich nicht trösten lassen und wieder sich selbst finden, so wie es war früher. Ja? Und die Chachamim, die Weisen, die Kollegen, was haben sie gemacht? Die haben ihm geschickt einen anderen Partner, der ist Rabbi Elazar ben Pedat. Und alles, was Rabbi Yochanan hat gesagt, Rabbi Elazar ben Pedat hat ihm zugestimmt und er hat ihm noch Beweise gegeben zu dem, was er hat gesagt. Und es hat ihn nicht beruhigt. Sagt er, nein, Reish Lakish, alles, was habe ich gesagt, hat er mir nicht bestätigt. Er hat mir Widerstand gehabt, er hat mir Widerspruch gefunden, er hat mir annulliert, das, was habe ich gesagt. Also, der hat mir gegeben Bestätigung und der hat mir kritisiert. Was ist besser zum Lernen, Bestätigung oder Kritik? Kritik. Kritik. Davon lernt man mehr. Sehr gut, weil davon lernt man mehr. Reish Lakish hat mir gegeben für jeden Gedanke 24 Fragen, der hat mich kritisiert. Und dann hat sich die Tora mehr und mehr verbreitet und gestiegen und gelernt. Und er war so bitter und er hat so viel geweint, Rabbi Yochanan. Er ist überall gegangen und hat gesagt, Reish Lakish, vai, vai. Der war so traurig, er konnte sich nicht beruhigen. Bis Rabbi Yochanan, was ist mit ihm passiert? Sein Verstand, das nennt man, er hat sich ein bisschen verwirrt. Weißt du, was ist verwirrt? Aroschelo kzat, nia... Was? Ishtabesh. Ja, das ist krank geworden im Kopf, geistig. Psychischen... Probleme gehabt. Und die Weisen haben gesehen, dass Rabbi Yochanan ist so bitter, sein Verstand hat sich so verwirrt. Sie haben gebetet, Gott, soll er sterben? Soll Rabbi Yochanan sterben? Und er ist gestorben. Und stellt sich die Frage, zwei Fragen hier. Eins, wieso Rabbi Yochanan hat so viel geweint. Warum war er so traurig? Dass er war so schlimm, dass er, sein Partner ist tot. Zweitens, wieso haben die Weisen nicht gebetet, soll Gott ihm heilen? Soll Hashem ihm schicken, Refuah Shlema, in gute Besserung? Oh, warum haben sie... Mit ihm. Wie? Mit ihm. Oder soll Reish Lakish soll wieder aufstehen? Danke. Also, was haben sie gebetet? Soll er sterben? Was für ein Gebet ist das? Wenn jemand leidet und er hat Schmerzen und so eine Sehnsucht nach dem Verstorbenen, soll er sterben auch? Das ist eine Lösung. Und das gehen wir lernen. Es gibt ein Buch von Rav Wallenstein, der war ein Maschgiach in Yeshivat Novrodok. Der hat geschrieben ein Buch Torat Yitzchak. Er schreibt dort etwas sehr interessant. Er sagt, Rabbi Yochanan selbst hat in seiner Familie auch sehr schlimme Schicksal. Der hat viele Kinder verloren. Und einer von seinen Kindern, Gott behüte, Gott bewahre, ist gefallen in einen heißen Topf. Und es geblieben nur ein Stück Knochen von ihm. Und überall Rabbi Yochanan, und er wollte jemanden trösten, er hat gesagt, mir geht es schlimmer als dir, guck mal die Knochen, die mir geblieben. Und hier steht es geschrieben, dass dem Tod von seinem Partner, von seiner Chavruse, von seinen Lernengenossen, war er noch schlimmer als der Verlust von seinen eigenen Kindern, eigenen Sohn. Obwohl das eine Tragödie ohne Ende. Die Erklärung ist die, bei Rabbi Yochanan Leben ohne Torah ist kein Leben. Rabbi Yochanan
konnte nicht leben ohne Tora. Tora war bei ihm sein Sauerstoff, sein Wasser, sein Dialyse, sein Strom, sein Benzin, sein Leben. Ohne dem hat er keinen Sinn. Es gibt eine Bracha, wo wir sagen jeden Morgen bei Birkot HaShachar, Ve'arevna, Hashem Elokeinu, soll Gott uns machen, die Tora lernen, schmackhaft. Soll uns schmecken, sollen wir genießen von dem Tora lernen, sollen wir dabei Spaß, Freude, Vergnügen, Hana'a. Freude haben, Genuss, Spaß haben. Wer hat geschrieben diese Bracha, Ve'arevna? Wer hat das formuliert? Wer glaubst du? Rabbi Yochanan. Ja, dieser Rabbi Yochanan, was wir gerade lernen, dass er konnte nicht lernen ohne Reish Lakish, dieser Rabbi Yochanan hat diese Bracha geschrieben. Rabbi Yochanan hat jeden Tag gegeben Shiurim in Tanach. Einmal, wo hat man beendet das Buch Iov, er hat gesagt zum Schluss, beim Ende vom Iov, Sov ben Adam Lamut. Was heißt das? Der Ende von den Menschen ist zu sterben. Zu sterben. Sov Behema Leschita. Der Ende von den Tieren wird zum Schlachten. Zum Schlachten. Ashrei mi shegadal batora ve'amalo batora. Glücklich ist derjenige, der Tora gelernt hat, wird auch weiter mit Freude und Spaß die Tora weiterlernen. Sehr gut, hast du perfekt gesagt. Das heißt, wer hat das gesagt, diesen Spruch? Rabbi Yochanan. Also Rabbi Yochanan ist derjenige, der sagt, dein Leben ohne Tora ist wie ein Mensch, der gestorben und nichts gehabt von dieser Welt. Ist wie ein Tier, der geschlachtet und nichts gehabt von dieser Welt. Glücklich und Heil und Freude ist derjenige, der hat Tora gelernt, der gestiegen bei Tora und Amalo bei Tora. Jetzt. Es gibt eine Halacha, wenn jemand hat jemand umgebracht aus Versehen, was muss er machen? Erinnerst du zufällig diese Geschichte von Tora? Irmiklat? Was ist Irmiklat? Irmiklat, wenn jemand hat aus Versehen jemand getötet, ja, und er hat Angst, dann rennt er zu Irmiklat und er muss dort warten, bis der Kohen Gadol kommt. Sehr gut. Jetzt, was passiert, wenn ein Rabbi hat jemand aus Versehen jemand umgebracht? Ja, er hat geschnitten einen Baum, er wollte Sukkah bauen und der Axt ist gefallen, jemand auf den Kopf und er ist gestorben. Und der Rabbi muss gehen in Irmiklat und in diesen Fluchtstadt. Steht geschrieben, Rav Shel Gala, Maglim mit Yeshiva Toimo, muss die ganze Yeshiva, die ganze Tora Gelehrten, muss mit ihm gehen und mit ihm dort zu sein. Warum? Weil das ist sein Leben. Wer sagt das? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan sagt, die Weisheit ist das Leben von der Mensch. Und wenn ein Mensch hat kein Torah, hat er kein Leben. Das heißt, du siehst, dass Rabbi Yochanan ist immer in alle Sprüche in Talmud, Torah ist bei ihm nicht nur, ich habe mein Leben, ich habe Torah dazu. Nein, ich habe Torah, das ist mein Leben. Hast du verstanden den Unterschied? Wow. Noch eine Sache. Ein Tag sind gegangen Rabbi Yochanan und Rabbi Chia zu spazieren. Die gehen auf dem Weg, sagt Rabbi Yochanan zu Rabbi Chia, siehst du dieses Feld? Das war meine. Das habe ich es verkauft, um Geld zu haben, Tora zu lernen in aller Ruhe. Siehst du diesen Haus? Das war meine. Ich habe es verkauft, um Tora zu lernen. Siehst du diese Bäume? Sie waren meine. Ich habe es verkauft. Warum habe ich das verkauft? Um Tora ruhig zu lernen. Und dann Rabbi Chia hat begonnen zu weinen. Er sagt, ai weh, und nicht hast du gelassen zu deinem Alter, zu deiner Rente, zu deinen alten Jahren, zu bleiben alleine, ohne Parnusse. Was soll das? Sagt Rabbi Yochanan, ich habe etwas verkauft, was wird verloren, als etwas, was ich gewinne für immer. Ein Haus kann ich verlieren. Feld kann ich auch verlieren. Tora, was habe ich gelernt, bleibt immer bei mir. Das ist meine. Das ist meine Ewigkeit. Ich habe investiert etwas, das zeitwillig da, als etwas, was bleibt, ewig.
sagen unsere Weisen, wenn ein Mensch wird geben sein ganzes Vermögen für die Liebe, was ist wichtiger, Liebe oder ganze Vermögen? Liebe. Imitena damit kolhon beto ba'ava, bozia vozolo. Wenn ein Mensch wird geben alles, was er hat für die Liebe, Liebe ist viel mehr wert als alle anderen Sachen. Deshalb, welche Liebe ist das? Die Liebe von Rabbi Yochanan zu Tora. Jetzt, die Weisen wollten nicht beten, dass Rabbi Yochanan soll gesund werden, weil in dem Moment, wenn er ist gesund und es fehlt dem Resh Lakish, er wird wieder krank sein. Er wird gesund sein, er wird wieder krank sein. Das heißt, so ein Leben ist kein Leben mehr. Verstehst du? Warum haben sie nicht gebetet, dass Resh Lakish wieder aufstehen? Weil man kann nicht beten für Triata mit ihm, soll jemand aufstehen für eine Person. Die Triata mit ihm, die wieder aufstehen, die Teute, kommt nach, wenn Moschiach wird kommen, dann stehen alle auf. Okay. Man kann nicht beten, soll alle aufstehen. Nur Elisha hat einmal einen Tod belebt, und das ist schon in der Zeit von der Amoraim. Es war keine Nevi'im mehr, um so eine große Sache zu tun. Jetzt, was passiert, wenn ein Mensch will die Tora lieben? Soll er beginnen zu lernen. Mit der Liebe, mit dem Geschmack kommt der Appetit. Ja? Steht geschrieben, wenn er schwimmt ins Wasser, wenn du willst schwimmen. Am Anfang denkst du, ah, kalte Wasser, keine Freude. Aber was passiert, wenn ein Mensch springt, geht er rein in Wasser, dann genießt er von dem Lernen. Verstanden? Das heißt, muss man beginnen. In dem Moment, wenn du beginnst ins Wasser, dann beginnst du zu genießen.